بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Zum Ende dieser Umma wird es Erdrutsche, Entstellungen und vom Himmel herabfallende Steine geben. Sie sagten: O Prophet, werden wir vernichtet, auch wenn sich unter uns die Rechtschaffenen befinden? Er sagte: Ja, wenn das vermehrte Töten auftaucht. Ja, wenn das vermehrte Töten auftaucht. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Vor dem Eintreffen der Stunde wird es Entstellungen, Erdrutsche und vom Himmel herabfallende Steine geben. Und subhanallah, wir sehen das. Wir sehen das überall. Ein Grund ist, wenn das Töten vermehrt wird. Töten ist sowieso alltäglich heute geworden. Wie viele sterben täglich hier? Allein Muslime, subhanallah, ich glaube 10.000 pro Tag, wenn nicht mehr. Allein Muslime, täglich haben wir schon wirklich, ich weiß nicht genau Anzahl, aber mindestens 20.000 Tote haben wir täglich. Täglich, weltweit. Und das ist heftig, subhanallah. Das ist ein Zeichen der Stunde. Was wir noch nicht gesehen haben oder noch nicht viel gesehen, vom Himmel herabfallende Steine. Damit sind Meteoriten gemeint, die auf die Erde fallen. Ob es kleine sind, große sind. Wir sehen immer, oh, 2005, 2010, 2015, 2020 soll irgendwas kommen, irgendwas passieren. Aber kleinere Himmel, wie heißt das, Meteoriten, die ja vorbeigegangen sind, ich glaube, letzte war in Russland, ich weiß nicht mehr genau, da ist nur vorbeigestrichen, subhanallah, hat sehr viel angerichtet. Aber wenn die kommen, dann ist nicht mehr weit. Entstellungen sehen wir auch sehr viel in unserer Zeit. Also die komisch geboren werden, ja. Die nicht direkt behindert. Eine Behinderung ist was anderes und eine Entstellung ist was anderes. Wie zum Beispiel in diesen radioaktiven Gebieten, deren Kinder, die sind entstellt, die auf die Welt kommen. Die sind nicht behindert. Behindert ist, wenn du hast irgendwelche Behinderungen, sind klar. Du bist aber entstellt, dein Gesicht, dein Körper, das ist alles ganz komisch, subhanallah. Und es sind sehr, sehr viele geworden.